Seid ihr bereit für menschliche Abgründe, blinde Liebe und eiskalte Berechnung? Auris 2, die Frequenz des Todes, ist unser Hörbuchtipp der Woche. Ein Thriller nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Der panische und kurze Notruf einer völlig aufgelösten Frau löst in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr hektische Betriebsamkeit aus. Hilfe! Mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut! Bitte bewahren Sie Ruhe! Wo ist der Notfallort? Mein Baby ist weg! Überall ist Blut! Sie müssen mir helfen! Das habe ich verstanden! Wo ist der Notfallort? Hallo? Die Polizei geht von einer Entführung aus und bittet den genialen Profiler Matthias Hegel mit seinem super Gehör darum, den Anruf zu analysieren. Allerdings sitzt der gerade wegen Mordverdacht in einer mickrig kleinen Zelle in der Untersuchungshaftanstalt Moabit. Sein Fall hatte damals neben Hunderten von Journalisten die Aufmerksamkeit einer gewissen Podcasterin auf sich gezogen, die fortan alles daran setzte, ihn zu rehabilitieren. Was ihr am Ende auch gelang. Bis sie Hegel jedoch im Zuge der Ermittlungen und dank einer Unterredung mit der Staatsanwaltschaft zurück in diese Zelle brachte. Die darf Hegel nach einem Deal mit einer elektronischen Fußfessel versehen nun aber verlassen. Kaum draußen kontaktiert er als erstes erneut die True-Crime-Podcasterin Jula, um mit ihr den aufgezeichneten Notruf auseinanderzunehmen. Passen Sie jetzt mal ganz genau auf, das ist etwas Interessantes. Hier, hören Sie das. Klingt wie ein Klatschen. Es ist das Klatschen der Sohlen von Hausschlappen. Jula, welcher Kindesentführer kommt wohl in Hausschlappen daher? Hm? Keiner. Wir wissen also, dass die Mutter eines verschwundenen Babys vermutlich vor ihrem eigenen Mann wegläuft. Eine heiße Spur finden sie zunächst aber nicht. Und schon bald wird die Suche nach dem Täter und dem verschwundenen Baby zu einem tödlichen Wettlauf gegen die Zeit. Hallo? Wer sind Sie? Was soll das? Dann zog sie an der Türklinke und riss die Tür auf. Genau in diesem Moment erlosch mit einem Mal das gleißend helle Licht. Und das Letzte, was Jula sah, waren die Umrisse eines Mannes, der mitten in dem Raum direkt vor ihr stand. Nichts ist, wie es scheint, in Auris 2, die Frequenz des Todes. Jetzt neu raus als Hörbuch bei Audible.